Sport-Aids wird präsentiert von Hasler Profizenter, Kübler Heizöl, Schoch Werkhaus und einem starken Wirtschaftsteam aus Winterthur. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier aus dem Wien 4 zum Sportdate im September. Sportdate, das ist die Sendung, wo der Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute müssten wir aber eher sagen, Sport trifft auf Politik. Zu Gast haben wir einen Fechtweltmeister und Gymilehrer und einen Altbundesrat und ehemaligen Sportminister. Mit ihnen reden wir darüber, ob die Politik genug für den Sport macht und was für einen Einfluss Schicksalsschläge auf ihr Leben gehabt. Wir begrüßen ganz herzlich den Weltmeister im Fechten, Benjamin Steffen, und den Altbundesrat Adolf Oggi. Herzlich willkommen. Schön. Danke vielmals. Ist jetzt das noch so alte Schule? Man wartet, bis die Frau sitzt. Ist das ja, noch so? Ja, das ist ja so. Ja. Hast du nicht gewusst? Ich habe eben gell, gerade wollte ich sagen. Wunderbar. Schön sind ihr da. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Dölf, hast du den Benjamin schon mal getroffen? Ich habe ihn schon gesehen, fechten in Bern. Das ist ja immer ein Weltcup. Aber ich habe nie die Möglichkeit, ihm die Hand zu schütteln. Ich möchte das nachholen. Schön, ja. Und danke und gratulieren für das, was du gemacht hast für den Schweizer Sport. Und vor allem viel Glück für die Olympiade nächstes Jahr in Tokio. Danke vielmals. Kommen wir noch drauf auf das alles. Benjamin, wie hast du den Dölf Oggi erlebt und kennengelernt? Ja, also kennengelernt jetzt heute vorher. Sehr sympathisch. Für mich war auch der erste Bundesrat, den ich so wirklich wahrgenommen habe. Ich war halt auch noch ein bisschen jünger, dann ist man am Anfang nicht immer gerade so in der Politik. Und er ist für mich einfach von seinem Auftreten her sehr eindrücklich gesehen. Und auch was er halt wirklich vom Sport ausgemacht hat, das ist das, was bei mir als erstes geblieben ist. Mhm. Jetzt, du bist ja Kantilehrer, bist Lehrer, hast viel mit jungen Leuten zu tun, bist an der Schule tätig. Ein Satz, den der Adolf Oggi gesagt hat, einmal, ist, Sport sollte den Stellenwert haben wie Lesen und Schreiben. Bist du einverstanden? Absolut. Absolut. Vor allem, wenn man auch die Zahlen anschaut, oder von den steigenden Gesundheitskosten. Dann müsste man eigentlich täglich eine Sportstunde haben in der Schule, finde ich. Mhm. Wir haben schon gekämpft, oder du vor allem, um die dritte Turnstunde. Du bist der, der das Obligatorium eingeführt hat, hast das Lehrlingsturnen eingeführt, hast ganz einen Haufen verschiedene Sachen eingeführt als Sportminister. Hast du das Gefühl, es ist rückläufig, der Wert des Sports in der Gesellschaft? Man muss immer wieder kämpfen. Man muss darstellen, dass der Sport eigentlich die beste Lebensschule ist. Mhm. Und ich rede jetzt hier aus Erfahrung. Ich bin, nachdem dass ich nach 13 Jahren im Bundesrat war, bin ich 7 Jahre bei der UNO gewesen, in den ärmsten Ländern, zuständig für den Sport im Zusammenhang mit Frieden und Entwicklung. Ich betone Frieden und Entwicklung. Und wenn ich gesehen habe, beispielsweise in Uganda oder in Liberia, wo Krieg war, während Jahren, wie man durch den Sport als Lebensschule Spiel, Spass, Freude, Bewegung, Integration, Solidarität. Lehren gewinnen, ohne überheblich zu sein. Lehren verlieren, ohne in Weltuntergangsstimmung. Dann könnte der Sport neben der Politik, neben der Wirtschaft, neben der Wissenschaft, neben den religiösen und spirituellen Führern eine ganz entscheidende Rolle spielen und eine bessere, friedlichere Welt aufzubauen. Ich glaube daran und du kannst es nicht nehmen. Nein, das mache ich auch nicht. Ich bin ganz deiner Meinung. Benjamin, du auch, oder? Du hast jetzt Junge, du arbeitest auch im Sportgymi, du hast Spitzensportler. Was hast denn du jetzt Gefühl, die sind schon eine andere Generation als du? Was kannst du ihnen mitgeben fürs Leben via den Sport? Ja, wie der Adolf Oggi schon gesagt hat, ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, dass man lernt, mit Niederlagen umzugehen, aber auch Kritik einzustecken und die richtig verarbeiten, dass man nicht gerade
eine Mauerarbeit, wenn mal kritisiert wird, sondern probiert wirklich das auch anzunehmen. Und vor allem auch, was auch richtig gesagt worden ist, ist im Moment vom Sieg auch trotzdem bescheiden zu bleiben und auch respektvoll sein gegenüber dem Gegner. Ich denke, das ist noch auch etwas, wo viele Athleten, die sich auf der Weltbühne präsentieren, nicht immer ganz optimal vorzeigen. Mhm. Was gibst denn du ihnen jetzt mit als Spitzenfechter, wenn jemand kommt und sagt, ich will auch so gut werden wie du, jetzt, egal in welchem Sport? Mhm. Was gibst du mit? Was sagst du ihnen? Du unterrichtest ja Englisch und Sport. Genau. Ja, ich bin jetzt 37. Ich bin das erste Mal Weltmeister geworden mit 36. Mhm. Im Team, und ja. Im Team, genau. Und es ist natürlich etwas, wo man von Anfang an von einer Karriere hat man das Ziel, wenn man wirklich sich entscheidet für einen Spitzensport, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, dort Titel zu gewinnen. Und mir ist das sehr lang gegangen. Mhm. Und das zeigt einfach wieder, dass nicht jede Karriere bilderbuchmäßig verläuft. Also ich kann jetzt auch schon sagen, als Weltmeister ist schon fast bilderbuchmäßig, aber es geht manchmal einfach auch lang und man muss dranbleiben. Und es läuft nicht immer gerade alles so einfach. Man hat auch immer wieder viele Rückschläge. Und es ist ein bisschen ein Klischee, dass man sagt, ja, man muss dranbleiben, man muss immer weitermachen. Aber in meinem Fall ist das wirklich so gewesen. Und darum liegt es mir auch daran, dass man das den Jungen weitergeben kann. Dass nicht alles schnell gekauft kann werden kann oder dass nicht alles einem gerade in die Schoss gelegt wird. Oder? Mhm. Ist das heute so ein bisschen die Jugend, wo man das Gefühl hat, es muss alles gerade sofort kommen? Erlebst du das? Zum Teil schon, ja. Nicht, es gibt schon gewisse, die wissen, sie müssen dafür arbeiten, aber es ist auch ein bisschen der Fluch vom Talent teilweise. Oder? Da hat man schon viel und dann hat man nicht immer Geduld. Ja. Und Geduld ist halt etwas sehr Wichtiges, nicht nur im Sport selber, sondern auch, wenn man es ganz anschaut, die Karriere, was noch dazu kommt. Mhm. Adolf Ogi, du hast Niederlagen einstecken müssen, oder? Politisch, privat kommen wir später dazu, den Schicksalsschlag mit deinem Sohn, der gestorben ist. Die Resilienz, ist das etwas, was man braucht, um im Leben für sich zu kommen? Niederlage der Politik, das ist im Lohn inbegriffen, den man bekommt. Einen Sohn zu verlieren, ja, ist das Schwierigste, was man muss verarbeiten muss. Mhm. Man hat die Frage, warum muss der Sohn sterben vor den Eltern? Man ist fragend, man ist suchend und nicht findend. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht wegstecken kann. Kofi Annan hat mir dann mal gesagt, los, in Afrika tut man die sterben, sehr rasch beerdigen. Während dieser Zeit ist man sehr traurig mit den Brücken. Und wenn er mal beerdigt ist, dann tut man die schönen Momente, die man mit dem Verstorbenen erlebt hat, tut man wie einen Film abberufen. Mhm. Und das probiere ich. Und der Birmin Zurbrücken, den du auch kennst, hat mir gesagt, los, 12, muss nicht traurig sein. Matthias geht es im Himmel besser als hier auf der Erde. Ah, das ist wunderbar. Ja, wunderschön. Das ist bei mir in Zorbrecken, aber es beschäftigt mich und es hilft mir. Ja, ja. Du hast ja dann die Stiftung Freudeherrsch gegründet, wo ich auch später noch möchte darauf zurückkommen, zum Reden. Ich möchte noch schnell beim Sport bleiben. Eben, wir wissen, wie wichtig das ist für Lebensschule, Lernen, Gewinnen, Verlieren, über alles, was wir jetzt geredet haben. Du hast mir am Telefon gesagt, Benjamin, du findest, die Sportler werden von der Politik instrumentalisiert. Wie hast du das gemeint? Ja, es hat jetzt gerade wieder kürzlich ein Beispiel gegeben, wo man das einfach wieder vor Augen geführt hat. Es gibt einen Fechter in Amerika, der ist relativ berühmt dort, hat auch schon Olympiamedaille, WM-Medaille gewonnen. Und die haben Pan Am Games in Südamerika. Und die haben gewonnen mit der Mannschaft, Florette. Und er ist während der Siegerehrung dann während der National immer auf die Knie gegangen. Mhm. Das ist halt die Bewegung durch Colin Kaepernick vom American Football. Und er hat recht viel Kritik einstecken müssen, ist auch gesperrt worden jetzt vom Verband. Und ich habe mir dann so ein bisschen gesagt, es kann doch nicht sein, dass, ja, wenn ein grosser Politiker kommt und mit uns die Hand schütteln, wenn wir mal Erfolg haben, dann sind wir richtig, aber man muss doch auch ab und zu mal seine Meinung können ausdrücken. Vor allem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass so ein stiller Protest irgendetwas ist, was sehr beleidigend ist, auch wenn es manchmal anders proklamiert wird. Und das macht mir auch manchmal ein bisschen Gedanken, dass man halt nicht immer sich kann ausdrücken, auch wenn es auf eine anständige Art ist. Aber dann handgehoben muss man wieder da sein, wenn man ja, recht ist, um den anderen auch vielleicht ein bisschen Präsenz nicht mehr zu geben. Ja. Macht der Sport genug für die Politik genug für den Sport? Kann ich genug machen. Aha. Du hast ja sehr viel gemacht, oder? Das sportpolitische Konzept. Dann hast du die Sportlerresie geführt, die Sportlerlehre, die dritte Toolstunde, das Lehrlingsturnen, nationale Sportanlagenkonzept.
Und jetzt kommt wie nichts mehr. Hast du vergessen? Was? Nämlich, das EMD ist geworden. Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Sie haben das noch gar nicht gemerkt, wie bedeutungsvoll das da ist. Ist ja. Und das Bundesamt für Sport. Du hast Macklingen ins Bundesamt für Sport. Jetzt muss man sagen, wenn du hast ja gesagt, ja, steht ein bisschen still, es gibt nichts Neues, du hast ja schon alles gemacht. Die haben ja gar keine Möglichkeiten mehr Neues zu machen. Man muss weiterentwickeln, man muss jeden Tag Erfolg bestätigen, aber verpflichtet gleichzeitig. Ja. Und ich, wenn ich so darf sagen, zwar ist es am Mikrofon land, aber es ist nicht mehr gegangen, es ist zu wenig gegangen. Man hat sogar Landsgemeinde Macklingen abgeschafft. Ich wollte, dass man in Macklingen jedes Jahr alle Sportverantwortlichen zusammennimmt, dann einmal sagt, Dankeschön für eure freiwillige Arbeit, Dankeschön für das, was ihr macht für unsere Jugend. Und dass man ein bisschen einen Gedankenaustausch macht miteinander, was man könnte machen. Jetzt hat man in Macklingen sogar die Landsgemeinde abgeschafft. Und Landsgemeinde ist etwas Wertvolles. Das darf man eigentlich nicht abschaffen. Der sogenannte Macklingertag, ja, ist das? Hast du noch gesehen, das ist zusätzlich. Aha, die Landsgemeinde, ist das nicht der Macklingertag? Nein, zusätzlich. Okay. Oh, zusätzlich. Man muss mich ein bisschen bewegen in Macklingen, aber es ist nicht der Fehler von den Macklingen. Nein, es ist der Fehler muss man suchen, da glaubt man, in dem Büro im Bundeshaus irgendwo. Jetzt, eben, du findest auch, ja, Politik müsste mehr machen. Was aber ganz wichtig ist, sind ja die Vereine, die ein ganz wichtiger Bestandteil sind in der Schweiz. Du bist ein Fechter, du hast profitiert von einem Fechtverein, von einem Haufen Freiwilligen. Ich habe ein paar Zahlen. 42'000 Ämter werden besetzt von Freiwilligen nur im Kanton Zürich bei 2'500 Sportvereinen, 80'000 Freiwillige. Und wenn man das als Vollzeitjob nehmen würde, sind das 3'700 Vollzeitstellen, die man müsste zahlen. Also es ist unglaublich, die Vereine tragen enorm viel. Wir sind im Zürcher Fechtclub vorbei schauen, wie man dort mit jungen Fechterinnen und Fechtern arbeitet. Spannung, Konzentration, Schnelligkeit, Reaktion und Taktik. Das macht den Fechtsport aus. Seit Jahrhunderten bietet die Fechtkunst die Möglichkeit, sich mit dem Degen oder dem Florett gezielt zu verteidigen. Vom Fechtlehrer, einem sogenannten Mädch, wird Präzision, Angriffs- und Verteidigungstechnik geschult. Also ich habe viel Spass beim Fechten. Zum Beispiel Konzentration ist sehr gut. Also es nützt mir sehr viel zum Beispiel für die Schule, weil ich eigentlich so konzentrierter bin als sonst. Ich bin einfach früher immer mega wild und habe so mit Holzschwert rumgeschlagen und so. Haben meine Eltern gesagt, haben sich erkundigt und haben mal gesagt, es wäre doch etwas für mich. Und so bin ich mal schauen und habe es sofort mega cool gefunden. Das ist eigentlich mein Traum und will auch noch vieles erreichen. Mit 2'500 lizenzierten Fechterinnen und Fechtern ist die Schweiz gut besetzt und an Wettkämpfen erfolgreich unterwegs. Die Herren haben im 2018 Gold und im 19. Bronze an der Weltmeisterschaft geholt. Diese Erfolge sind deutlich spürbar. Die Nachwuchsstatistik stimmt. Täglich findet Training statt, wo man jederzeit beliebige Gegner herausfordern kann. Der Sport begeistert jung und alt. Ich tue eigentlich einen Plauschfecht. Ich tue jetzt nicht gross für so Turnier. Ich komme eigentlich zweimal in der Woche, Dienstag und Donnerstag. Und komme dann, mache ein bisschen aufwärmen und fechte eigentlich mit denen, die da sind. Schnell muss man sein. Ja, vielleicht auch ein bisschen Spielfreude haben und andere überlisten oder austricksen. Für die Breite werden vom Club Fechtanzug Masken und Degen zur Verfügung gestellt. Trotz vorhandenem Nachwuchs ist man stetig darum bemüht, die Sportart Fechten der Bevölkerung näher zu bringen. Darum freut man sich sehr über den Auftritt bei Sportdate. Also ich finde immer super, dass unsere Sportart ein bisschen Werbung bekommt. Und sowieso da bin ich Stefan, ich bin einer von den Eltern in der Schweiz von unserer Sportart. So, ja, ich finde es spannend und ich denke, ich komme als Zuschauer. Ja, und er ist da, der Maître Guillaume Adam Le Gouan mit seinen Fechterinnen und Fechtern. Herzlich willkommen. Schön, sind ihr da. Grossen Applaus für euch. Danke. Du
Benjamin, eben, die Vereine, die arbeiten so viel, machen gut fürs Junge. Junge Leute, die sagen, ich werde mal etwas erreichen, die sind aber angewiesen auf einen Haufen Geld und auf Unterstützung. Was sagst denn du, was muss Politik jetzt bringen, dass eben die Vereine genug Unterstützung haben? Also ich denke, es ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, dass das Sport noch nicht gross wahrgenommen wird. Oder mein Fechten ist ein super Beispiel. Wir sind an jedem Olympischen Spiel sind wir plötzlich wieder Medaillenkandidaten und dann rücken wir in den Fokus, aber sonst werden wir nicht wahrgenommen. Mhm. Und ich denke, das ist aber in der Gesamtbevölkerung so. Es sind alle so gute Sofasportler und können mal einen Kommentar schreiben und kritisieren den Sportler. Aber wirklich ein Leben, was da dahinter gehört, was hinter einem Athleten im Leben steckt, das verstehen viele nicht, auch in der Wirtschaft. Ich meine, es gibt so viele Briefe, wo die Leute einfach arbeiten. Und ein Athlet, der schafft auch. Der braucht auch einen Lohn. Auch wenn er vielleicht nicht gerade Roger Federer ist oder ein Nino Schurter, der alles absahnen am Stück. Mhm. Oder? Und dann wird manchmal auch ein bisschen gerechnet, ja, der kriegt schon so viel Geld. Aber wie viel braucht man denn eigentlich zum Leben, wenn man anständig will trainieren? Muss man trotzdem einen Lohn haben, muss trotzdem noch Pensionskasse und alles organisieren. Und das wird einfach nicht richtig wahrgenommen in der Bevölkerung allgemein, aber natürlich dann auch in der Politik. Und ich denke, was ich persönlich wichtig finde, ist, dass auch die Kantone noch besser zusammenarbeiten miteinander. Dass man sich hier noch ein bisschen mehr vernetzt und zusammen schafft und Synergien schafft. Und dass man auch wirklich den Sport akzeptiert als ein wichtiger Lebensteil, wo wirklich zu der Bevölkerung gehört. Und der Spitzensport als Botschafter für diesen Lebensteil halt sehr wichtig ist. Ja. Und durch das auch viel mehr noch fördern wird. Ja. Mhm. Noch ein bisschen weiter, ist besser, wenn du redest. Ja, merke es nicht. Es ist hochspannend. Nein, es ist super. Ich würde gerne eine Stunde lang mit euch reden, aber ich höre immer auf so, Führerschein machen. Tut mir leid. Wir könnten noch stundenlang, und es ist klar, es muss mehr gemacht sein, mehr Innovation, es braucht mehr Ogis im Sport, dort im VBS. Hast du es gesehen? Ja, das sage ich gerne. Mit voller Überzeugung. Benjamin, ich möchte noch darauf kommen, wir haben vorher geredet über die Resilienz. Du hast deinen Vater mit 13 verloren. Was hat das bei dir ausgelöst, respektive hat es möglicherweise auch etwas gegeben, wo du sagst, es hat mich stärker gemacht? Ja, ich war halt ziemlich früh dann auf mich allein gestellt gewesen. Also nicht ganz allein. Also meine Mutter hat einen super Job gemacht. Ich hatte noch zwei Geschwister, die gehabt. Aber das hat mir halt schon auch gezeigt, dass ich vieles auch selbst in die Hände nehmen muss, gerade noch in einer Einzelsportart. Mhm. Ja. Dass ich auf mich schauen muss und wenn ich will, dort vorwärts kommen oder dann auch noch eben mit dem Sport und Karriere, Ausbildung nebenan, dass ich da halt auch das Schicksal in meine eigene Hand muss nehmen und ein bisschen selber schauen, vielleicht selber muss Sachen ausprobieren und nicht immer gerade fragen. Und das hat mir schon viel gegeben. Halt jetzt aus einem negativen Anlass eigentlich dann ein paar positive Sachen. Das ist eigentlich auch schön, wenn man das sieht. Bei dir ist Freude herrscht gekommen. Kannst du noch kurz erklären, was ihr dort macht? Und du gehst ja selber mit. Du bist jetzt am Wochenende mit 20 Kindern wandern. Was ist der Sinn von der also Freude herrscht? Also wir haben 25 Kinder aus dem Emmental und 25 Kinder aus dem Val de Rue. Ganz klar die Absicht, die Deutschen und die Welschen zusammenzubringen. Wir dürfen nie vergessen, wir haben das seit 1848 glaube ich, wir in Frieden und Freiheit. 4 Kulturen, 4 Sprachen, 26 Kantone und 2000 Gemeinden. Und warum ist das möglich? Weil wir die Minderheiten nie vernachlässigt haben, also die Welschen, Tessiner und die Romanche und auch die Kandersteger nicht. Also es ist wichtig, dass man dass die Begegnung immer wieder fördert. Es ist wichtig, dass man den Kind so ein bisschen wegnimmt vom Computer, um jetzt das ganz einfach zu sagen. Aus in die Natur, Spiel, Spass, Freude, Bewegung, Integration und das, was ich schon mal gesehen habe. Lebensfreude vermitteln. Und das ist das, was der Matthias so gemacht hat. Der Matthias hat so ein paar Grundsätze gehabt. Das war Lebensfreude, Leistungsfähigkeit, Durchhaltewillen, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft. Mhm. Und wir machen einfach das mit meiner Stiftung, was wir können. In diesem Jahr werden wir 200'000 Franken ausgeben. Mhm. Wir haben bis jetzt rund 400'000 Kinder können bewegen. Wir haben in denen seit 2013, wo wir die Stiftung haben, haben wir rund 900'000 Franken ausgegeben und haben 400'000 Kinder können bewegen. Und wir geben zweimal pro Jahr so einen Newsletter raus, wo wir zeigen, was wir mit dem, was einen Franken gibt, und dem, was es 100 Franken gibt, was wir mit dem gut machen. Und da ist aber dann noch eine Einzahlungsschein dabei. Genau. Und dann ist einfach, das ist Kasse, Rechenschaftsbericht. Grossartig.
grossartig. Und jetzt, wir haben eben noch jemanden im Publikum, der auch ganz Grossartiges leisten will, nämlich neue Sportarten involvieren, respektive in der Schweiz bekannt machen. Footvolley. Wir schauen uns gerade mal an, was das genau ist. Ganz eine coole Sportart. Michel Renkli, ehemaliger Fußballprofi bei Thun, GC und FC Luzern und jetzt Experte bei SRF. Michel, du setzt dich da ein für das Footvolley. Ihr wollt Geld sammeln jetzt nach einer EM, die ihr in Luzern gehabt. Wieso das Footvolley? Ich traue gar nicht mehr grosse Werbung machen nach dieser Ansage. Nein, es geht darum, es ist eine tolle Sportart, aber man steckt nur in den Kinderschuhen, budgetmässig und auch strukturell. Und wir jetzt doch schon eine EM in die Schweiz holen mit verschiedenen Nationen, tollen Event, und das geht einfach auch irgendwo durch ins Geld. Und wie viel wollt ihr jetzt sammeln mit auf lokalhelden.ch? Wir würden gerne 10'000 Franken sparen oder reinholen, damit man das zukünftig verwenden kann und sicher auch für die Auslagen, die wir bisher hatten. Und werdet sicher auch Haufen junge begeistern, weil ja so Fansportarten oder so Akrobatik natürlich auch cool findet, oder? Ja, ich hoffe schwer. Das verbindet das Schöne vom Fußball, also Technik und möglichst viel Ball am Fuß mit ein bisschen Sand und tollen Events. Super, danke vielmals, bist du da. Ihr könnt auch einen Startbatzen über sozusagen 500-Franken-Scheck. Begrüße ganz herzlich den Christoph Hasler von Hasler und Co. AG von Winterthur. Herzlich willkommen, Christoph Hasler. Der Geldregen setzt ein. Danke vielmals euch beiden. Schön, dass ihr da war. Christoph, du kannst Startplatz nehmen und ich gehe zurück zu den Gästen. Benjamin, auf deiner Webseite steht, du bist Vierter geworden in Rio. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne schauen, Gold im Einzel in Tokio und Gold im Team. Das ist typisch unschweizerisch, dass man so hohe Ziele gerade bekannt macht. Ja, also wenn ich jetzt in Rio Vierter geworden bin, ich gehe nicht an, um schlechter zu werden. Und dann, das heisst, ich will aufs Podest, aber wenn ich dann schon auf dem Podest bin, dann bin ich lieber gerade Erster. Also von dem her. Ja. Grossartig. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg. Wir werden am Fernsehen kleben, all die Leute, die jetzt da sind, in Tokio. Ja, auf alle Fälle. Dölf, deine, ganz kurz, deine Ziele, dein nächstes Projekt, das du hast? Nächstes Projekt, jetzt muss ich eine Rede machen auf Englisch, für morgen in der Kirche in London zu reden. Das ist nicht ganz einfach für einen Andersteiger. Aber ich freue mich einfach weiterhin, mit diesen Kindern viel zu machen. Alles, was wir aufgrund der Mittel, die kommen, können einsetzen. Die Jugend von heute sind die Leader von morgen, überall. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Religion, im Militär, im Sport. Und das Kind ist zwischen 8 und 15 sehr aufnahmefähig. Und das, was es in dieser Zeit aufnimmt, das wird immer wieder bleiben und das wird immer wieder prägend sein für die Gestaltung des Lebens. Und das möchte ich gerne. Wir brauchen dringend eine bessere, friedlichere Welt. Voilà. Das ist so. Auf alle Fälle. Zwei wunderbare Menschen, tolle Gespräche. Ich würde es sehr gerne mit euch fortsetzen. Nachher noch beim Apero. Schön, dass ihr da wart. Alles Gute. Danke vielmals, dass ihr gekommen sind, Benjamin, Steffen und Adolf Oggi. Und den Applaus gibt es nachher. Jetzt tue ich nur noch schnell die nächste Sendung ankündigen. Die nächste Sendung, das am Wien 4 in Winterthur, kommt am 14. Oktober. Zu Gast sind der Olympiasieger im Zeitfahren, der Zweifache, der Fabian Cancellara, und der Chef von der RUAG, der Felix Ammann. Kommt vorbei, schaut es im Fernsehen oder kommt da ins Wien 4 vorbei. Ihr könnt Kontakt haben mit den Gästen, die wir haben, feinen Apero und bei einer Aufzeichnung von der Sendung dabei sein. Ich freue mich auf euch. Bis am 14. Oktober. Alles Gute. Bis dann. Adieu miteinander.
Sport-Aids ist präsentiert worden von Hasler Profizenter, Kübler Heizöl, Schoch Werkhaus und einem starken Wirtschaftsteam aus Winterthur.